Wer hat das Zeug zum Fashion Star? Gemeinsam mit Piqueur Escadron suchen wir bei Fundis die Fashion Stars 2021. Wer holt sich den Titel und darf seinen Gewinn an eine Organisation spenden? Nicole, Helen, Celine oder Julia? Unser Juror Jens Hilbert nimmt die Looks genau unter die Lupe. Welcome to Fashion Star. Heute ist die Julia am Start und die hat ihre Fashionbegleitung Marleen dabei. Die Marleen trägt die Perlen von der vergangenen Sendung von mir heute auf. Witzig. Und die Julia, die hat, ohne es zu wissen, schon fast in ihrer weißen, heißen, sexy Leggings das Turnieroutfit an. Wird aber richtig spannend, wird ein cooler Look. Und was die Tiermedizinerin oder Studentin, die Julia, mit der Marleen alles schafft, das seht ihr jetzt bei Fashion Star. Gesundheit und das Wohlergehen ihrer Pferde stehen bei Julia an erster Stelle. Deshalb studiert die 25-Jährige in Utrecht Veterinärmedizin. Sie will sich auf Sportmedizin bei Pferden spezialisieren. Damit sie das auch schafft, hat die ehrgeizige Studentin ihre Bücher immer mit dabei. So gewissenhaft ist sie auch bei der Auswahl ihres Reitoutfits. Denn die Satteldecke sollte zu den Gamaschen passen. Mode macht Julia glücklich. Genauso wie ihre Lieblingsstute Yisama. Julia nennt sie Kenny. Die 7-jährige Kanan-Stute zaubert ihr immer ein Lächeln ins Gesicht. Nicht nur optisch sind die zwei ein Hingucker, sondern auch im Parcours. Die erfolgreiche Reiterin kann mittlerweile Siege bis zur Klasse S3 Stern vorweisen. Ob es im Fundis-Store auch zum Sieg reichen wird, wird sich zeigen. Die passende Begleitung hat Julia mit dabei. Hey, ich bin Marleen. Ich kenne Julia schon seit der Ponyzeit. Durch Instagram haben Julia und ich wieder ein bisschen mehr zu tun. Und ich bin Julias perfekte Shoppingbegleitung, weil wir einfach den gleichen Geschmack haben. Und so wird geshoppt. Erst muss Julia die goldene Schleife mit dem Motto finden. Dann darf sie 700 Euro für sich und ihr Pferd ausgeben. Bevor die Zeit läuft, gibt's noch eine Überraschung. Marleen darf wählen. Stopp! Oh Julia, da wirst du dich drüber freuen. Ich will es aber auch sehen. Das darfst du jetzt auspacken. Julia und Marleen. Wow, richtig schön. Das passt doch echt zu einem. Danke, gut ausgesucht. Dann laufen deine 15 Minuten ab jetzt. Die Julia hat ja schon eine weiße Reithose an, bevor sie überhaupt das Motto-Turnier gefunden hat, hat sie schon den Look. Wo sind denn weiße Hosen, weil wir das Turniershirt haben? Sag mal Marleen, wie ist Julia in stressigen Situationen? Oh, die sind mal hektisch. Ah, ich hab's gefunden! Ja. Sei der Turnier-Trendsetter, hol die goldene Schleife für dein Outfit, sag ich ja. Also wenn man das Turnier schaut, eine weiße Hose. Was mir schon mal gefällt, ist Gegickel und Gegagel. Mit Spaß und Power und Freude. Oder diese? Diese. Oder? Oh, die ist schön, die du gerade hattest. Und die Julia ist Tiermedizinstudentin. Das heißt, wenn die Julia Fashionstar werden würde, könnte sie mir mal dafür die Pferde behandeln. Und sie würde dem Reitverein Silvias Hufen auch eine Freude machen. Wahrscheinlich nicht, ne? Auf jeden Fall Stiefeletten. Und die Marleen hat aber auch ein schickes, attitüdiges, leicht angezicktes Oberteil an mit ihrem Perlenausschnitt. Sehr fashion. Sind das unterschiedliche? Hier sind welche für 180, aber ich glaube, das sind... Ich finde die eigentlich ganz schön. Ja, die sind schön. Oder? Doch, auf jeden Fall. Kann ich eben gucken. Wie findest du eigentlich das Motto? Ich finde das, ja, vor allem, weil wir beide Turnier reiten und dann, ja, ist schon cool. Das passt auf jeden Fall. Ach, sehr gut. Julia fährt, glaube ich, am Wochenende auch aufs Turnier. Dann, ja, dann habe ich direkt ein neues Outfit. Was ich ja richtig schick finde, ist diese Reitstiefeltasche. Die sieht gut aus. Socken in dunkelblau, das passt schön zum Shirt, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Oder? Ja, das ist schön. Passt auch mit dem Glitzer. Ja. Wobei, guck mal, das passt nicht so gut, oder? Ja, finde ich eigentlich schon ganz schön. Okay. Das heißt, ja, dann vielleicht mal gucken fürs Pferd, oder? Ja. Eine Turnierschabracke. Ach, love it. Siehst du raus? Ja. Ist die Julia eigentlich so ein bisschen so eine Hip-Hopperin oder so? Oder ein Billie Eilish-Fan, weil sie hat so... Also
Leggings und dann aber so XXL Pullover. Das ist eigentlich ganz cool. Plus 20, 200. Die Julia braucht kein Handy und keinen Budgetplanung. Zack, 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 wird hier addiert, Kasenschlag gemacht. Los geht's, umziehen, Tschüssikowski, weiter. Zeit ist Geld. Blau, blau. Ich glaube, blau ist schöner am Pferd, oder? Also, ich persönlich finde blau schöner am Pferd. Okay, dann nehmen wir blau. Die Julia ist Pragmatikerin, die ist schnell bei Sachen. Dann haben wir ja noch ein bisschen. Okay, wir haben eine Schabracke. Bei so einer heißen, weißen Leggings. Noch ein bisschen mehr American Style, ha? Komm, Julia. Noch ein bisschen Geld über, oder? Ja, auf jeden Fall. Oder sollen wir jetzt ein Jackett nehmen? Das ist halt die Frage. Aber dann kriegt das Turnierschwert vielleicht nicht so zur Geltung. Auf jeden Fall Gamaschen. Wir brauchen auf jeden Fall Gamaschen und dann können wir mal gucken. Und ich mag die auch sehr gerne, weil die hier oben sich mitbewegen. Dann nehme ich auf jeden Fall die erstmal. Welche Größe ist das? Was ist das? Ist das L? Oh, nee, das ist M. Ich brauche L. Ungefähr 540. Also Fashion Prinz, Fashion King Jens Hilbert, gibt mal den kleinen Gamaschen-Tipp mit, den hätte ich gerne. Ich hätte gerne in vollflächig schwarz. Bikör, wollt ihr Jens den Wunsch erfüllen? Okay, wir rechnen eben die Essentials zusammen. 60 Euro die Schabracke. Jetzt wird doch mal mit dem Taschenrechner gerechnet. Die Mütze, die Hose. Hoffentlich zieht sie eine ganz, ganz stylische Turnierbluse an. Genau. Oder wir müssen die Schuhe weglassen, obwohl die sehr schön sind. Von daher. Wie viel haben wir denn jetzt noch über? Wir haben jetzt 700. Ja, ich glaube schon, dass das alles zusammenpassen muss und dass wir auf jeden Fall dann auch ein Jackett haben müssen. Eigentlich schon, was wir mithaben müssen, denke ich. Ja. Wisst ihr, wie ihr Fashionstar werden könntet? Also, die Julia natürlich. Wenn ihr bei so einer schnellen Zeit und so einem guten Budget noch den Jack Russell von Marleen ausstatten würdet und würdet dann mit Hund, Pferd und Julia wie Schirm, Charme und Melone auftreten. Das wär's doch. Das wär so süß. Aber ich glaube, jetzt mal, ich will mal sehen. Zieh doch mal was an. Alle hopp, weiter. Passt. Marleen, wie würdest du Julias Modegeschmack beschreiben? Schlicht elegant. So, also sie trägt ja mega gerne Navy an den Pferden und doch schlicht elegant und sportlich. Geht ihr eigentlich oft zusammen shoppen? Ja, manchmal. Wir schicken uns vor allem Sachen auf Instagram. Genau, vor allem Links halt schicken. Ich wollte gerade sagen, Gerdi, die jungen Mädels gehen ja gar nicht mehr so richtig shoppen, sondern die machen die Influencer-Instagram-Party mit und bestellen online. Genau, zum Beispiel bei Fundis im Onlineshop. Du kannst ja sonst das andere Jackett noch mal anziehen. Würde ich das auch empfehlen? Haben wir so viel Zeit noch? Noch 5 Minuten. Okay. Also Marleen, ich glaube, das wird dir gefallen. Also ich würde sagen, die Julia hat wenig Selbstzweifel und sehr viel Selbstbewusstsein. Das merkt man schon mal. Hammer Outfit, zack, zack. Hat noch nie geschadet. Selbstbewusstsein hat noch nie geschadet. Vielleicht Glocken? Oder Handschuhe? Handschuhe brauche ich auf jeden Fall. Probier die mal an. Ja, aber in Schwarz weiß ich nicht. Ich finde das Schöne. Das ist blau. Ich finde, das sticht so. Guck mal. Okay. Was kostet die denn? Ja, das finde ich schöner. Und der Stoff ist toll für den Sommer. Das stimmt. Ja, komm, 26 Euro haben wir noch. 26 Euro. Auf jeden Fall noch Leckerchen für Kenny. Oder für deinen Pass. Guck mal, was hier noch so und so ist. Und Ludger Beerbaum, Gedächtnispreis. Leckerli sind auch am Start. Da freut sich Kenny sicher, oder? Ja, Kenny wird sich auf jeden Fall über das Outfit freuen. Das ist ja eine echte Stute. Dementsprechend ein bisschen Glitzer. Also das würde jetzt so passen vom Geld her. Ja, abnormal, oder? Dann haben wir doch alles. Hier ist die Schabracke. Oder hier diese Cappy. Findest du die schöner? Julia, ich hätte aber gerne ein bisschen Victoria's Secret Walle 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 Mähne. So ein bisschen noch mal mit einem... Guck mal, ob die auch 20 Euro kostet. Mit Börschdosch. Und ein paar Locken gemacht und dann schön aufgeriecht, wie die Crystal Carrington vom Denver Clan. Oh, die kennt wahrscheinlich niemand mehr, gell? Oh, ich bin so alt. Ja, diese Cappy weg. Puh, mega Outfit. Mega, oder? Ja. Sehr gut. Jetzt müssen wir noch das Pferd anprobieren. Aber erst einmal werfen wir einen Blick auf deinen Warenkorb. Das Sakko Isa Lee ist mit Abstand das teuerste Piece. Danach folgt die Reithose Laura Grip für 180 Euro. Weniger als 3 Euro sind noch von den 700 möglichen übrig. Wie gefällst du dir, Julia? Ja, sehr. Also ich glaube, die Wertnoten für mein Outfit werden am Wochenende sehr gut ausfallen. Jetzt muss ich nur noch gut reiten. Ich bin total Fan von diesem Jackett. Ich finde es schlicht, aber trotzdem mit diesen kleinen Glitzerdetails auch am Rücken.
ja, ich bin sehr, sehr zufrieden und ich bin meiner Shoppingbegleitung sehr dankbar für ihre Tipps. Die zwei können sich auf jeden Fall in ihrem neuen Piqueur Escadron Look sehen lassen. Julia hat sich für ein dunkelblaues Outfit entschieden. Kennys und Julias Kopfbedeckung passen zusammen. Den Fliegenschutz gibt's für knapp 35 Euro und die Piqueur Cap hat das Budget um 23 Euro geschmälert. Das Geschenk, die langärmelige Turnierbluse Oriana, kommt unter dem neuen Sakko sehr gut zur Geltung. Ein hübscher Rücken kann auch entzücken. Das Sakko sitzt wie angegossen. Die Reithose nimmt die Glitzerelemente wieder auf. Dafür ist die 60 Euro teure Schabracke Performance Contrast eher schlicht. Kennys Beine schützen die ProFlex Classic Gamaschen für 90 Euro. Ist das das Siegerlächeln? Der Reitverein Silvias Hufen würde sich sicher über eine Spende freuen. Wer am Ende ganz oben steht, das weiß nur Jens Hilbert. Bald ist Finale. Es kann nur eine Fashion Star werden. Julia und Marleen haben spitzenmäßig performt. Ob Julia Fashion Star wird, das sehen wir im großen Finale von Staffel 6.